Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Fez. Und ja, wir sind immer noch in der hübschen Welt hier unterwegs, nachdem wir einen Großteil ja schon geklärt haben und mittlerweile schon 22 Würfel haben. Da geht's zurück zu der anderen Windmühle. Da kommen wir ja her aus der letzten Folge. Jetzt gucken wir uns das erste Mal aber hier um. Hier in dem Gebiet gibt es zwei Hubs. Zwei weitere Hubs. Und hier haben wir einen Fahrstuhl. Well, modernste Technik. Hup. Hüpf. Da ist auf jeden Fall ein Block oben drauf, an dem wir so leider nicht rankommen. Wäre auch zu schön gewesen. Deswegen gehen wir jetzt erst einmal hier rein. Mal gucken. Oh, das führt uns gleich ins nächste Gebiet. Zur nächsten Windmühle. Wie es mir scheint. Ja, bevor wir da lang weiter gucken, machen wir erstmal hier fertig, würde ich sagen. Also die Blöcke da oben einsammeln, die beiden. Und den kleinen Raum freischalten. Also drehen wir erst einmal in die total falsche Richtung. Würde ich sagen, so rum ist es die richtige Richtung. Wow, hier ist sogar noch ein Teil. Okay. Da müssen wir erst auch das hier drehen. Am besten in die Richtung. So. Jawohl, wir haben einen Durchgang, durch den wir hier ohne Probleme durchkommen. Dann können wir hier rüber hüpfen. Da haben wir schon wieder einen halben Würfel. Hm? Und können hier reingucken. Oh, da geht es nochmal in einen neuen Bereich. Der hier ist aber abgeschlossen. Uah. Ups. Runterfallen ist nicht so toll. Ach so. Nein. Puh, das war knapp. Und hier rüber, ganz schnell. Hm. Sag bloß, das war alles. Tatsache, der ganze Aufwand hier für das eine Teilchen. Na, wenigstens kommen wir leicht zurück. Aber gut, abgehakt. Jetzt können wir hierhin wieder in den nächsten Bereich. Ab hier rüber. Und uns bei der Windmühle umgucken. Sind hier wieder Geheimnisse? Nein, hier ist nur ein Portal. Hopp. Das hier kann man drehen. Hm. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was uns das bringt. Ah ja, okay, ich verstehe schon. Aus der falschen Richtung, dann drehen wir halt noch zweimal in die Richtung. Und eine Tür, in der es weitergeht. Hm. Wahrscheinlich ein Umweg nach da oben. Hm? Gucken wir mal kurz rein. Hier gibt es nichts, also ist das wirklich nur ein Weg nach oben. Komm, Abschussvorrichtung. Hüpf. Und drehen. Und hüpfen. Und jetzt da hoch. Hm. Okay.
das war wieder lustig. Also hier drin gibt es wirklich nichts außer dem Weg zurück, hä? An eine glitschende Tür mal wieder. Jupp. Und der Würfel glitscht auch ein bisschen. Okay. Wieder ein Würfel. Jetzt waren es nur noch 9. Wird ja langsam. Da gibt's noch was. Was uns aber nicht angezeigt wird. Na gut, dann gehen wir mal dahin zurück. Da müssen wir ja nur hier runter. Aua. Nicht auf dem Wege. Nein, so definitiv nicht. Hier gibt es noch etwas. Aber ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, was es hier noch geben soll. Oder hängt das irgendwie mit der anderen Windmühle zusammen? Aua. Oder ist hier wieder irgendwo eine Abkürzung, die ich noch finden muss? Wieder Aua. Okay, da komme ich wohl nur mit dem Fahrstuhl runter. Ach, wahrscheinlich, weil die Tür geschlossen wurde. Hüpf und hüpf. Da gibt es hier noch was. Das hier sieht nämlich seltsam aus. Nö. Tür auf und hier durch. So, bist du jetzt golden? Ja, jetzt bist du golden. Okay, da waren wir schon drin. Können wir hier was mit den Windrädern anstellen? Nein. Nicht direkt. Oh, ups. Okay, dann gucken wir mal. Hier müsste auf jeden Fall noch irgendwo ein Splitter liegen. Okay, das war knapp. So. Hier sind wir wieder auf den Drehpodesten. Die bringen uns allerdings hier gerade nicht viel, weil da die Dinger im Weg sind. Aua. Okay, da unten könnte es vielleicht noch was geben. Ja, gibt's auch. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch ein Rätsel hier. Nein, da wollte ich eigentlich nicht wieder hin, erst einmal. Obwohl es hier auch noch 1, 2 Sachen gibt. Und hier ja auch. Würde ich gerne erstmal kurz gucken, ob ich wenigstens das Rätsel finde. Bei der Windmühle. Ja, hier wieder hoch. Mal kurz gucken, vielleicht ist es etwas mit den Dingern hier. Die hier richtig einstellen vielleicht. Das Schild sagt uns auch nicht wirklich was Nützliches. Puh, war knapp.
Vielleicht wenn ich beide zueinander ausrichte, was passiert dann? Das bringt jetzt mal auch so absolut gar nichts, oder? Vor allem, weil ich nicht durch die Dinger durchkomme. Toll, wie soll ich denn da jetzt wieder hochkommen, bitte? Ja, da hinten sind meine Freunde, die Tetris-Symbole. Die bringen mir aber allerdings auch nicht wirklich viel. Nö, egal wie ich es drehe und wende, ich komme da nicht mehr hoch. Ich komme an den schwarzen Löchern nicht vorbei. Naja, dann müssen wir das Rätsel leider auf ein anderes Mal verschieben. Gucken wir uns weiter im Haupthub um. Denn hier haben wir ja noch genug zum Lösen. Und hier verfolgen uns auch schon die schwarzen Löcher. Ja, dort, das sind schwarze Löcher. Die sind nicht nett. Okay. Hier hoch müssen wir, weil ich habe da schon die nächste Tür gesehen. Genau, hier. Gibt es nur ein Würfelstück. Und dann haben wir ja gleich wieder einen ganzen Würfel. Sehr schön. Jetzt fehlt die Tür da noch. Würde ich meinen, die führt darüber. Und von da aus geht es nur in einen kleinen Raum. Okay. Gibt es hier was? Ja, eine Truhe und Würfelteile. Sehr gut. Hüpf. Das hier ist wohl das Wasserwerk, weil wir ja vorhin bei der Windkraft waren, haben wir jetzt hier Wasser. Einmal hoch, bitte. Danke. Mist, hat nicht gereicht. Dann müssen wir eben wohl auf das da hüpfen, genau. Das bringt uns dann dahin. Und wir kriegen wieder einen Würfel. Nein, ich will darüber so. Reicht das von der Entfernung her? Ja, so müsste das reichen. Ja, genau. Gut so. Und hier ist wieder ein Stück. Und hier können wir wieder hoch. Sehr gut. Und noch höher. Sind nämlich immer noch nicht alle Würfelteile hier, die wir sammeln können. Uah. Abwärts. So, hier hoch. Knapp. So, noch knapper. Ja, genau so. Und jetzt die da. Und hüpf.
Und hier müssen wir schnell sein. Ah, sehr schnell, sehr schnell. Und ab hier geht das ja wieder. Müssen wir nämlich hier hoch? Wir müssen erst einmal an diese Truhe ran. Nein. Wenigstens ist der Aufzug so nett und kommt wieder runter. Hoppala, jetzt haben wir es aber. Und was kriegen wir? Moment, Moment. Eine Karte haben wir gekriegt, aber... Eine besondere Karte, die das Gebiet, da kenne ich nämlich. Das kenne ich sehr gut, sehr wohl. Das hier nämlich. Wir haben endlich die Karte für das Gebiet da gekriegt. Sehr gut. So, und jetzt hör bitte. Können wir hier drauf stehen? Ja, können wir. Und hier können wir auch drauf stehen. Sehr gut, dann können wir uns nämlich da auch endlich das Secret abholen. Mit der Karte. Aber erstmal gehen wir hier rein. Und an dieser Stelle würde ich erstmal wieder einen Cut machen. Bis gleich.